Hallo, guten Abend, ihr Lieben. Ja, endlich ist es wieder sonnig. Hier bin ich gerade unterwegs mit meinem Hundelein. Sitzt da hinten. Schaut aus dem Gras. Ja, ich wollte mal die Schatten ins rechte Licht rücken. Und zwar habt ihr gesehen, hier, mach's nochmal schnell. Das ist mein Schatten. Das sieht man jetzt gerade so richtig geil, ja? Das ist mein Schatten. Hier, meine Hand. Das ist konkret mein Schatten. Und ich bin mittlerweile zu 100% sicher, dass auch hier ein Missverständnis vorliegt, was Schattenarbeit betrifft. Dass es eben hier nicht darum geht, irgendwelche dunklen Seiten an einem selber zu finden oder zu sehen, sondern dass es hier darum geht, zu erkennen, dass der Schatten meine Reflexion ist. Dass es einfach darum geht, zu erkennen, mein Schatten kommt auch aus mir heraus. Genau wie auch Neville Goddard sagt, everyone and everything is you pushed out. Also alles ist aus dir herausgedrückt, ein Ausdruck von dir. Und genau darum geht's. Auch dieser Schatten ist ein Ausdruck von mir. Und zwar völlig wertfrei. Er ist einfach mein Schatten. Und wenn mir das nicht gefällt, wie mein Schatten aussieht, nützt es eben auch hier nicht wahnsinnig viel, wenn ich Schattenarbeit mache und versuche, den Schatten anders zu verändern, weil das geht nicht. Weil der Schatten wird immer eine Reflexion, mein Schatten sein. Oder? Das ist einfach mal so wichtig, dass wir uns das verstehen. Auch Spiegel, Schatten. Es geht hier darum, es ist alles ich. Ich bin alles. Alles zeigt sich aus mir heraus und alles zeigt sich durch mich. Und ich kann im Außen nichts verändern. Keine Veränderung herbeirufen. Ich kann keine Sachen, Dinge, Situationen kreieren, manipulieren. Ich kann sie nicht im Außen rum manipulieren und verändern. Ich kann durch Telefonanrufe, durch Leute zu betexten, da erreiche ich nichts, weil es nach wie vor, hier ist wieder ein schönes Bild, weil es nach wie vor einfach mein Schatten ist. Wenn ich da jetzt drauf kicke und sage, hey, scheiß Schatten, oder meine Hundeleine danach werfe, das ist immer noch der gleiche verdammte Schatten. Und der ändert sich nun mal nicht. Also, alles, was ich verändern kann, das Einzige, was ich verändern kann, ist mein Selbst. Und zwar das, was ich bin für mich. Und da habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder glaube ich weiterhin, dass ich das bin, was meine Eltern, was die Gesellschaft, was meine Geschichte, meine Vergangenheit, meine Erfahrungen mir gelehrt haben. Oder ich mache es neu. Und zwar nach dem Ebenbild, deinem Abbild Gottes. In Annahme allerhöchster Perfektion. Und das würde ich raten. Und diesen Weg zu gehen, ist eigentlich der einzige Weg, der mir offen bleibt, der tatsächlich wahre Veränderung herbeirufen kann. Und hier geht es nicht darum, dass ich irgendetwas an mir verändere. Ich muss nur meine Ansichten verändern, meine Denkweise. Ich muss nur verändern, dass ich glaube, in aller erster Linie, dass ich irgendwie etwas hier nicht kreiert habe. Und dann in die volle Verantwortung gehen und sagen, ja, ich habe es halt kreiert. War halt scheiße. Ist entstanden aus falschen Voraussetzungen, die ich damals nicht besser wusste. Jetzt verändere ich's. Jetzt verändere ich meine Ansicht. Jetzt verändere ich meine Ansicht über mich. Ich verändere meine Ansicht, wie das Leben spielt. Ich verändere, dass ich
wie ich mich selber sehe. Ich kann mich so sehen, wie ich mich sehen will. Punkt. Ich brauche keine Erlaubnis dafür. Ich kann mich jetzt, hier und jetzt als die perfekte, göttlichste Version anerkennen. Und dann kann ich bestimmen, wie die ist. Ich kann bestimmen, wie viel Geld die hat. Ich kann bestimmen, was für ein Lover die hat. Ich kann bestimmen, was sie für eine Familie hat. Ich kann bestimmen, was sie für Werte hat. Ich kann bestimmen, was sie für Normen hat. Ich bestimme alles über mich. Aber macht euch doch mal die Mühe. Macht euch doch wirklich mal die Mühe, um den Status quo mal anzugucken, das rauszufinden, was euch nicht gefällt. Eine klassische SWOT-Analyse. Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken. Da muss man sich auch hinsetzen. Und einfach mal gucken, ja, das ist eine Stärke, will ich behalten, will ich ausbauen, das ist eine scheiß Schwäche, will ich verändern. Ich muss gar nichts dazu tun, ich muss einfach nur sagen, wie ich es haben will. Wenn ich eine Schwäche erkenne, oh, gefällt mir nicht, ich will es anders haben. Und diese Arbeit ist zu tun. Und wir lernen das für Business, wir lernen das in allen möglichen Ausbildungen, aber keiner sagt uns, dass wir auch bestimmen können, was unsere eigenen Stärken sind, was unsere eigenen Schwächen sind, wo wir Chancen wahrnehmen und welche Risiken wir einfach ablehnen dürfen. Ah, es scheint ein Risiko zu sein. Ah ja, wieso glaube ich denn, dass es ein Risiko ist? Ja, weil ich glaube, die und jene Umstände sind so und so gestrickt, dass es dann letztendlich ein Problem werden könnte. Gut, dann muss ich halt aufhören, dass die so glauben, dass die Umstände so und so gestrickt sind, dass es ein Problem werden könnte. Oder, wenn ich das nicht machen kann, wenn ich diesen Glauben nicht verändern kann, dann muss ich halt die Finger davon lassen. So einfach ist es. Und keiner macht sich die wahre Mühe, das tatsächlich mal auf Papier zu bringen und dann nachher danach zu leben, das wirklich umzusetzen. Wisst ihr, wie viel Unternehmen ich schon beraten habe, wie viel Strategie, Marketing, Organisationskonzepte, Qualitätsmanagementkonzepte ich schon erstellt habe? Wisst ihr, woran es immer gescheitert ist? An der konsequenten Umsetzung. Weil letztendlich wurde dieses Konzept nicht umgesetzt. Irgendwann mal ist es im Sand verlaufen, irgendwann mal hat man es vergessen, irgendwann mal hat man irgendwas anderes gedacht. Naja, und dann kam es natürlich nie zu dem, was man eigentlich erreichen wollte. Und genau ist es bei uns persönlich, bei unserer Kreation, ob ich jetzt ein Unternehmen kreiere, ob ich ein Unternehmen anfange aufzubauen und dieses will gewinnbringend machen. Da kann ich doch auch nicht einfach aufhören. Da kann ich auch nicht einfach sagen, nö, das ist schlecht oder so. Aber viele machen das. Und dann geht es halt pleite. Und so machen wir das mit unserem Körper, so machen wir das mit unserem Leben. Ah ja, da habe ich mich halt da verdacht, verkalkuliert. Ja, macht ja nichts. Du kannst es ja ändern. Aber du musst dranbleiben bei den Veränderungen. Du musst die Dinge, die nicht so sind, wie du sie möchtest, musst du permanent verändern. Und nicht einfach sagen, oh, jetzt lasse ich es einfach mal so. Jetzt ist halt scheiße, jetzt funktioniert es halt nicht. Nee. Ha nein, das geht halt schon nicht so. Und diese Umsetzung, daran scheitert es bei den meisten Leuten. Wenn es hart wird, wenn es harzig wird, wenn es unangenehm wird, weil alte Kacke hochkommt, weil wirklich blödsinnige Ansichten zutage kommen, rennt man weg. Nee, dann ändert man das. Man ändert es einfach. Ich kann es einfach ändern. Ich kann gucken, nein, will ich nicht. Wie will ich es dann? So will ich es. Und da fallen die meisten schon auf. Oh, wie will ich es dann so? Oh, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, was ich wirklich will. Wähl doch einfach irgendwas Geiles. Du kannst ja alles wollen. Du musst ja nicht irgendwie denken, hoffentlich will ich nichts Falsches oder hoffentlich entscheide ich mich für nichts Falsches. Nein, es ist doch so, dass du dich jeden Moment für etwas Neues, Geiles entscheiden kannst. Dass du leben willst, dass du erleben willst, dass du haben willst, dass du verkörpern willst. Da kann ja nichts passieren. Aber mach's doch einfach. Sag einfach, ich will das haben. Gestehst du doch mal ein
ohne Wenn und Aber, das will ich haben. Ja, und das auch noch. Ja, und das auch noch und das auch noch. Und so will ich mein Leben haben. Durchziehen, durchziehen, durchziehen. Das ist das. Das ist eigentlich mein einziger Job als Coach. In Arsch treten und weiter treiben. Dass die Leute nicht aufhören, dass sie nicht wieder in alte Fahrwasser, in alte Denkmuster, in alte Überzeugungen zurückfallen, sondern dass sie jeden Moment sich immer wieder daran erinnern, wer bin ich wirklich? Wer bin ich wirklich? Bin ich wirklich dieses kleine, wurschtelige Kind, das immer geschimpft worden ist? Oder bin ich wirklich diejenige, die dreimal nach einer Verabredung gefragt hat und irgendwann mal mir gesagt worden ist, nee, mit dir ist es mir zu langweilig? Bin ich die? Will ich das glauben? Möchte ich die sein? Nein, 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 die will ich nicht sein. Also verändere ich es. Hört einfach nicht auf mit diesen Sachen. Wir sagen es hier auch in dieser Gruppe und in YouTube auf meinem Kanal sage ich es auch immer wieder. Du kannst nicht aufhören. Das ist wie du schwimmst im Wasser und boah, dann wird es irgendwie kalt oder unangenehm und so weiter und so fort, aber nö, du hörst halt jetzt mal auf zu schwimmen. Das ist doch keine Option. Du bist hier, um in diesem wunderbaren Pool des Lebens zu schwimmen. Um einen geileren Moment nach dem anderen zu kreieren. Und selbst wenn gar nichts passiert, hast du die Freiheit und die Deutungshoheit zu sagen, wow, das ist jetzt aber ein geiler Moment. Oder wie kann ich den Moment jetzt noch geiler machen? Jetzt sitze ich hier und rede mit euch. Es ist super tolles Wetter geworden, nachdem es heute schlechtes Wetter war. Ich bin nochmal mit dem Hund raus und habe mir einfach überlegt, wie kann ich den Moment jetzt noch richtig geil machen? Und dann habe ich den Schatten gesehen und dann habe ich mir gedacht, genau das heißt Schattenarbeit. Das ist genauso wie Spiegel. Schatten und Spiegel ist das Gleiche. Und die Leute glauben immer noch, es geht darum, irgendetwas Schlechtes an sich zu finden und es dann durchzukauen und zu begründen und Ausreden zu finden und Entschuldigungen, anstatt zu sagen, oh, gefällt mir jetzt nicht, ich will es anders haben, also kreiere ich es anders. Das gilt es zu lernen. Das haben wir nicht gelernt so. So sind wir nicht erzogen. Und so dürfen wir uns aber. Ich darf mich jetzt selber erziehen. Ich darf mich so erziehen, wie das Göttliche gedacht hat, dass ich erzogen werden soll. So, und jetzt ist es an mir, mir diese göttliche Erziehung zukommen zu lassen, damit ich dieses göttliche Leben führen kann. Und das gilt halt für alle. Es gilt für alle. Selbst sich zu erziehen, entsprechend göttlicher, perfekter, bedingungsloser Grundsätze. Also macht mit, erzieht euch selber zu dem, was ihr sein wollt, macht euch selber ein Selbstkonzept, genauso wie ein Unternehmenskonzept oder ein Businessplan von euch, von eurem Sein, von eurem Leben, von euren Beziehungen, von eurem Bankkonto, von eurer finanziellen Situation. Macht euch da ein Konzept, wie ihr es haben wollt und sagt, so, jetzt ist es so. Jetzt bin ich die und jetzt lebe ich dementsprechend. Und auch hier wieder, jetzt lebe ich dementsprechend, muss ich mir überlegen, wie ist denn dementsprechend? Wie ist denn dementsprechend? Ich habe nur gelernt, dementsprechend zu leben, was man mir einsuggeriert hat. Jetzt lerne ich aber, ich lerne es mir selber, ich bringe es mir bei, dementsprechend einer glücklichen, gesunden, fröhlichen, lebensbejahenden, finanziell absolut hundertprozentig in der Fülle lebenden Frau zu leben. Dann muss sie aber auch durchziehen. Dann kann ich nicht beim ersten Stolperstein sagen, oh nee, jetzt habe ich es ja probiert und habe immer noch nicht das und das erreicht. Ja, dann geht's halt weiter. Dann darfst du es noch mehr verkörpern, dann darfst du noch mehr umsetzen, dann darfst du noch mehr wollen. Vielleicht ist es ja auch noch nicht mal ein kleiner Teil von dem, was du wirklich leben möchtest. Ich kann immer wieder nur sagen, wenn man das Business, was ich in der Betriebswirtschaft gelernt habe, was ich im Business Consulting gelernt habe, versuche ich hier
jetzt auch zu lehren, aber aus der göttlichen Perspektive heraus, und es sind die gleichen Grundsätze. Du musst wissen, was du haben willst. Du musst wissen, wie du es haben willst. Du musst einfach dir diese Gedanken machen. Sonst wirst du es halt so haben, wie du es kennst. Und wenn du das so haben willst und immer zufrieden bist damit und sagst, ja, dann darfst du das auch, auf jeden Fall. Du musst nur nicht gleichzeitig denken, naja, eigentlich hätte ich es ja schon gerne ein bisschen anders. Ja, eigentlich hätte ich schon gerne ein bisschen mehr Geld. Ja, eigentlich hätte ich schon gerne eine schönere Wohnung oder ein schöneres Auto. Ja, eigentlich hätte ich ja schon gerne eine richtig tolle Liebesbeziehung, einen richtig geilen Partner an meiner Seite. Naja, aber wenn du das eigentlich alles schon so gerne hättest, dann musst du dich halt an die Arbeit der Kreation machen. Du kannst nicht sagen, ich hätte es ja gerne, aber es ist nicht da. Sondern es geht darum zu sagen, ich hätte es ja gern. Wer bin ich, wenn ich es habe? Was verkörper ich dann, wenn ich das habe? Und dann musst du anfangen, es zu verkörpern. Weil dann kommen deine Sachen zu dir, dann kommen deine Situationen zu dir, dann kommen deine Erlebnisse zu dir. Es kommt immer das zu dir, was du gerade verkörperst. Und wenn du gerade das kleine Mimimi-Mädchen verkörperst, ja, dann kommen halt solche Erfahrungen und Erlebnisse zu dir. Und wenn du aber gerade die furchtlose, freudige, herzoffene, weltoffene Persönlichkeit bist, dann werden dir solche Erfahrungen widerfahren. Also es liegt an dir, du kannst halt entscheiden. Aber ich kann auch nicht sagen, ja gut, ich hätte jetzt gerne ein großes Bild über meinem Bett, das möchte ich selber malen, aber ich habe keinen Bock, das fertigzustellen. Ja, das ist genau das Gleiche. Dann musst du halt sagen, ja gut, dann möchte ich halt das Bild jetzt nicht malen, das ist auch in Ordnung, dann kaufe ich mir halt eins. Aber du musst einfach genau wissen, wie es du haben willst. Und wenn du es halt selber malen willst, dann musst du es halt malen. Und dann darfst du nicht die ganze Zeit weinen und sagen, ja, ich wollte ja das Bild malen, aber... Oder? Ja, so ist es halt mit dem Durchziehen. Richtig durchziehen und auch hier mal ins kalte Wasser zu springen und einfach zu sagen, ja, kaltes Wasser ist geil. Ich springe da rein und hier ist mein Schatten und jetzt habe ich alles für euch auf dem Bild. Es ist so wichtig, nicht aufzugeben, wenn es holprig wird und vor allem, wenn es holprig wird, noch mehr zu wollen. Noch einen draufzusetzen. Sagen, ja, jetzt will ich noch mehr, jetzt will ich es noch besser haben, jetzt will ich es noch schöner haben. Das war offensichtlich nicht genug, was nicht gekommen ist. Dann halt noch mehr. Und dann kommt es. Weil du schaffst alles, du erschaffst alles. Aber du erschaffst eben genau das, was du glaubst. Jeder Gedanke ist eine Kreation. Jeder Gedanke, oh, ich bin müde, super. Du bist müde? Coole Kreation, jetzt bist du ein müde. Ich bin traurig, super, dann bist du jetzt halt traurig. Gut, aber du kannst auch im gleichen Moment wieder sagen, nö, ich bin fröhlich. Ich freue mich über diese Blume hier. Alles klar, dann freust du dich jetzt im Moment. Ich bin pleite, super. Dann kannst du das noch ein paar Mal sagen, dann bist du pleite. Du sagst, nee, so geil. Ich habe hier so richtig coole Ideen. Empfangsmodus ist angestellt, Geld kommt zu mir aus allen bekannten und unbekannten Quellen in höchster Freude und Leichtigkeit. Super, kannst du auch nehmen. Arbeit ist super anstrengend, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, ich weiß gar nicht, woher das Geld kommen soll, jetzt ist ja alles so kompliziert drauf. Super, kannst du haben. Also, es wird dir immer geliefert. Es wird dir immer geliefert und es wird dir eben auf immer wieder auf deine Überzeugungen geliefert. Das ist halt so. Das sind die Gesetze der Schöpfung. Das sind die Geschöpfe der Schöpfung und Gesetze der Schöpfung. Und es ist... Ja, genau, das habe ich auch immer gesagt. Ich springe rein, irgendwie schwimme ich raus. Ja! Aber wer nicht springt, der schwimmt auch nicht. Und es gibt immer, immer was Geiles aus jedem Sprung.
Und wenn es wirklich nur ein Sprung hier in diesen See ist, dann gibt es ein geiles Bad im kalten Wasser. Aber ohne diesen Sprung werde ich niemals diese Erfahrung machen. Ich werde es niemals erleben. Und da ist kein Universum da draußen, das unabhängig von mir funktioniert, dem ich sagen muss, oh, Huldigung, danke, liebes Universum, dass du es so gut gemeint hast. Nee, das bin ich, weil ich habe das Richtige geglaubt und ich habe den Glauben so lange gehalten, bis es sich manifestiert hat. Das ist alles. Da ist nicht ein gnädiges Universum da draußen, das in aller Gnade, weil ich so brav war und weil ich so anständig war und weil ich alles so gut gemacht habe und alles so richtig gemacht habe, dass mir dann die Sachen gibt. Nee, so funktioniert das nicht. Es ist bedingungslos. Bedingungslos, was du dir erschaffst und erschöpfst, was du glaubst, was möglich, was richtig ist, was zu dir gehört, was zu dir passt, das wird halt geliefert. Und dann, wenn du es glaubst und wenn du es verkörperst und wenn du es lebst und wenn du es einfach weißt, dass es du bist und dass es deins ist, dann ist es dein Leben, dann ist es dein Lifestyle, dann ist es dein Konto, dann ist es deine Beziehung, dann ist es dein Hund, dann ist es dein Garten, dann ist es dein Haus. Aber nicht, weil du so brav warst, sondern weil du so gut gedacht hast, weil du gewusst hast, wie es funktioniert, weil du dich nicht im Mangel oder in der Trennung befunden hast. Deswegen. Aber nicht, weil du anständig warst, weil du ein gutes Mädchen, ein guter Junge warst und weil du keine Sünden begangen hast und so weiter und so fort, was uns da immer wieder brainwashed wird. Nee, so ist es nicht. Du bist Gott, du bist das Universum. Du musst einfach nur lernen, so zu leben und lernen, die Welt so zu sehen und lernen, wie halt das göttliche Universum schafft. Das sagt er auch nicht. Oh, dritter Tag, ich habe die Welt geschaffen. Oh nee, kein Bock mehr. Nein, 7 Tage wird geschöpft, geschaffen, erschaffen und dann ist es gut. Und es wird nicht am dritten Tag aufgehört. So schaut's aus. Steht überall, steht in der Bibel. Jeder, der mal hinschaut, wie er sein Leben, wieso die Sachen in seinem Leben so gekommen sind, wie sie gekommen sind, weiß, dass es so gekommen ist, weil ich geglaubt habe, dass es so ist. Und solange ich geglaubt habe, dass ich nicht gut genug bin, dass das Leben mich bestraft, dass mir die Dinge weggenommen werden, die ich am allermeisten liebe, ja, dann war es halt so. Und dann wurde mir alles weggenommen, zacki, 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 bis hin zur Gesundheit. Logische Konsequenz. Ich bin nicht gut genug und ich werde dafür bestraft. Eingesperrt in meinem eigenen Körper, bewegungslos. Hallo? Gibt es eine schlimmere Strafe? Nein. Und ich habe tatsächlich geglaubt, es ist so, weil ich bestraft werde. Meine Partner sind weggelaufen, weil sie mich bestraft haben, weil ich nicht gut genug war. Geld habe ich nie gehabt, weil ich nicht gut genug war in meinem Business. Weil ich meinen Job nicht gut genug gemacht habe. Und ich 1000-mal besser gemacht wie alle anderen. Aber schau mal, Geld ist nicht so da, ne? Hast du nicht gut genug gemacht? Musst du besser machen? Nein. Du musst erlauben, gut genug zu sein. Du bist eh schon gut genug bei allem. Du musst dir nur erlauben zu sagen, alles ist für mich, ich darf alles haben. Und dann die Person sein, die alles haben darf, die alles hat, ohne Einschränkung. So geht's. Nur so. Und nichts anderes ist zu beachten. Es ist sau einfach. Nur halt nicht aufhören. Einfach weitermachen. Und wenn es einen schlechten Tag gibt, dann muss ich gucken, warum ist denn der Tag so schlecht? Ja, weil da meine Gedanken so schlecht sind, weil mein Fokus auf die übelsten Übelkeiten sind. Ja, dann halt verändere ich's. Bitte, tut mir einen Gefallen und macht euch ein geiles Leben.
Weil es geht, weil es möglich ist, mit den ganzen gleichen Methoden und Mechanismen, wie ihr die Scheiße kreiert, könnt ihr euch ein geiles Leben machen. Wir sind hier, um zu schaffen und zu schöpfen. Und wir guckt mal da raus, die Leute sind richtig gut da drin, Kacke zu erschaffen. Einschränkung, Krankheit, Unterdrückung, Übelstes zu erschaffen. Jetzt geht's aber darum, dass sich die Leute dessen bewusst werden, dass sie es halt eh erschaffen und anfangen, die geilen Dinge zu erschaffen. Und dazu geht's halt auch darum, die geilen Dinge nicht zu verteufeln. Und das machen wir alle. Überall ist eine Gefahr und die Gefahr, die heißt dann Strafe und nenne. Jetzt habe ich gleich keine Batterie mehr. Also ihr Lieben, wir sind da, euch zu unterstützen, auch nur in einem kleinen Coaching von einer Mentorin. Das hilft euch schon, diesen Bullshit da oben zu eruieren, der ungeachtet einfach hier aktiv ist und gedacht wird. Und wenn du dir 4 Stunden gönnst an Coaching schon alleine, bist du schon mal irgendwie aus der Scheiße oder aus den Dingen einfach mal ein Stück mehr draußen, die du nicht haben willst. Das geht schnell. Und dann geht es darum, dass du dort bleibst. Dort bleibst, wo du sein willst, auf dem Level. Und dann sagst, das Level habe ich jetzt ausgekostet. Das war nett. Next. Auskosten, genießen, schön finden. Und dann kommt irgendwann mal wieder der Punkt. Ich will ein bisschen mehr kribbeln. Next Level, wo ist Next Level? Doom, next. Da ist nichts Verwerfliches dran. Das ist Schöpfung. Das ist genauso wie wenn ein Bildermaler eben sagen will, nö, jetzt habe ich 3 Bilder gemalt, ist fertig. Nö, 40 male ich jetzt nicht. Nein. Genug. Genug ist genug. Nein. Hat auch keiner ein Problem damit, wenn einer, der Maler ist, Millionen von Bildern malt. Also das, was du schöpfen und kreieren möchtest, und wir wollen alle ein geiles Leben schöpfen und kreieren, schaffe es, genieße es, erfreue dich dran und sag, und next? Weil ich will nicht stehen bleiben. Ich bin Schöpfer. Ich kann nicht einfach hier sagen, ja, ja, habe ich jetzt mal gerade geschafft und geschöpft. Und weil dann ist wieder Schwimmer. Wenn du aufhörst zu schwimmen, dann säufst du ab. Dann geht es wieder Level runter. Also Orientierung ist nach unendlich nach oben in meine Göttlichkeit, in meine höchste, geilste, genialste, geliebteste, perfekteste, gesundeste Version, die ich mir gerade vorstellen kann. Da will ich hin. Und wenn ich da bin, habe ich einen besseren Ausblick. Dann kann ich mir noch mehr vorstellen. Dann bin ich weiter oben. Da kann ich mir noch Schöneres und noch Geileres vorstellen. Track, next level. Okay, wow. Hier sehe ich ja noch viel weiter in die Unendlichkeit der Möglichkeiten. Wow, noch mehr liegt drin. Und ich würde empfehlen, das zu machen, jeden Tag, einfach zu schauen, was kann ich heute noch erschaffen, was Geiles kann ich heute noch kreieren. Und dann kreiere ich es im Innern, in meiner Vorstellung, in meinen Gefühlen, die kommen dann aus der Vorstellung heraus und dann bin ich da, in der Freude und in der Fülle. Und dann gehe ich nicht rausgucken und sage, ja was jetzt? Hat mich ja gar keiner angerufen. Ja, was jetzt? War ja gar keine Einzahlung auf mein Bankkonto. Nein, ich bleibe in diesem Seinszustand. Und dann kommt im Außen die entsprechende, passende Manifestation. Kannst machen, was du willst. Ist halt immer so. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da wart, dass ihr mir zugehört habt. Ich poste das jetzt auch gleich auf YouTube. Vielen Dank, meine liebe YouTube-Community auch hier. Bitte gerne liken und teilen, weil wir sind hier, um uns gegenseitig daran zu erinnern, dass wir alles erschaffen und dass alles durch uns, mit uns und ohne uns eben nicht entsteht. Also ihr Lieben, schönen Abend noch. Tschüss.